Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren Teil Der Weg ist das Ziel, Teil 5. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut überstanden, ihr habt euch gut genährt. Ja, ich mache es auch. Ja, jetzt reicht es erstmal mit Esserei, ja, war ja noch die Tage. Ja, hoffe, ihr habt doch mal ein bisschen entspannt. Ich bin heute wieder voll dabei, so muss das sein. Ja, wenn man im Leben ein bisschen was erreichen will und auch damit es der Familie später gut geht, die man dann mal haben wird. So, ich möchte also heute auch ein bisschen was, das war bloß mal am Rande, möchte heute mal ein bisschen was zu Unternehmensformen erzählen. Es ist immer die Frage, klar, vor der Selbstständigkeit, was mache ich eigentlich für ein Unternehmen auf? Also, ja, da haben wir jetzt zum Beispiel die Personenunternehmen, die Kapitalgesellschaft und Mischformen mit GmbH und Co. KG. Werde ich noch mal kurz was zu erzählen. Also wir haben, ist jetzt nicht ganz genau die Statistik, weil es werden ja ständig Unternehmen angemeldet. Laut Statistik ist das meiste in Deutschland auf dem Markt sind die Einzelunternehmen. Ich glaube ca. um die 700.000 müssen es sein. Das ist schon Wahnsinn. Einzelunternehmen, sagt schon der Name, ist ein Personenunternehmen. Ihr als Person seid alleine, also einzeln, und leitet das Unternehmen. Das ist die häufigste Form, wenn man kein Kapital hat oder beziehungsweise wenig Kapital, ist das eine Möglichkeit, das Einzelunternehmen zu gründen. Hierbei ist wichtig zu beachten, ihr haftet natürlich mit dem mit eurem gesamten Privatvermögen. Ja? Sollte es schief laufen, ist natürlich alles weg. Ja? Dann läuft das über die Insolvenz. Ja, da werde ich im nächsten Video mal was zu sagen. Heute geht es um Unternehmensformen. Und richtiges Verhalten in gewissen Situationen, die ich auch erlebt habe, wie man sich dort am besten auch verhält, was kann man tun, ja, sage ich gleich am Rand. So, die Einzelunternehmen haben wir. Dann haben wir die, zu den Personenunternehmen gibt es natürlich auch noch die Personengesellschaft. Ich habe mir bloß noch ein paar Stichpunkte gemacht. Und zwar einmal die GbR, ja, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. Da werde ich gleich spezifisch was drauf zu sagen. Dann gibt es die offene Handelsgesellschaft OHG, ja, damit man mal weiß, was eigentlich die Abkürzungen bedeuten, die Kommanditgesellschaft, die KG, und dann haben wir ja die Mischform GmbH und Co. KG, da sage ich im nächsten Video mal was zu, und die, jetzt kommen die Kapitalgesellschaften. Ja, da haben wir einmal die UG, Unternehmensgesellschaft, die gibt es seit 2008, werde ich auch gleich noch mal was zu sagen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, werden die meisten kennen, auch GmbHs. Und dann gibt es noch die Aktiengesellschaft, das ist natürlich das Beste vom Besten, ja, also das Top-Ding, also sollte jemand 25.000 haben, kann natürlich eine GmbH gründen, wenn er das so mal über hat, weil das braucht man ja als Einlage. Und bei der Aktiengesellschaft 50.000, soweit ich weiß, dieses Startgeld. So, das sind natürlich Kapitalgesellschaften, das heißt, man haftet nicht mit dem Privatvermögen. Aber da gibt es noch Unterschiede, das werde ich jetzt auch noch mal was zu sagen. Ja, so, dann fangen wir mal ein bisschen an, jetzt wird es interessant, bevor wir dann auf... in gewissen Situationen auf die Sachen kommen. Ne? So, also kostengünstig ist die Gründung einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. Und zwar, das ist immer mit zwei Personen, die praktisch einen gemeinsamen Zweck haben oder ein Ziel verfolgen, hat man natürlich automatisch, wenn man das möchte, die GbR, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. Ja, so, also ein schriftlicher Vertrag oder eine Vereinbarung ist hierfür auch nicht erforderlich, genauso wenig wie die Anmeldung in einem staatlichen Register. Ja? Also ihr braucht das nicht anmelden. So. Jetzt ist natürlich, es gibt dann von den beiden, die das gründen, Unternehmern, die Verpflichtung zur Leistung von Einlagen der Gewinnverteilung. Und zwar, das ist natürlich so, muss man sich vorstellen, kommt ja häufig vor, es sollte natürlich nicht so sein, man sollte den anderen schon vertrauen. Ein Nachteil, sollte Unternehmer A zum Beispiel schlecht wirtschaften, muss der Unternehmer B dafür natürlich aufkommen. A und B gründen ja die Gesellschaft bürgerlicher Recht, das ist immer das Problem bei der GbR. Ja, Verpflichtung zur Leistung von Einlagen der Gewinnverteilung. So, um das zu vermeiden, empfiehlt man immer, was habe ich hier rausgesucht, ja, also was es für Möglichkeiten gibt, ist klar, man muss das natürlich irgendwie festhalten, man muss das wie einen Ehevertrag sehen. Ja, klingt ganz lustig. Man muss natürlich, man sollte einen schriftlichen Gesellschaftsvertrag aushandeln, dass man, dass hier gewisse Sachen geregelt sind. Ja, also, aber wie gesagt, da sollte man sich auch nochmal Rat einholen. Zumindest muss geklärt sein,
wenn Unternehmer A oder Unternehmer B so und so viel, also jetzt mit dem Geld, der eine nimmt sich mehr oder andere weniger, solltet ihr irgendwie gesellschaftlich vorher regeln. Auch dann über Rechtsanwalt ist immer ganz gut, ein Schreiben aufzusetzen. Das nur mal dazu. Und dann ist natürlich auch der Nachteil Begrenzung der persönlichen Haftung. Ja? Also das ist halt der Hauptnachteil, weil die Gesellschafter haften ja mit ihrem jeweiligen Privatvermögen auch. Ne? Das ist ja wie beim Einzelunternehmen. Das ist halt der Nachteil auch. Wie gesagt, das ist natürlich bei UG, bei AG und bei GmbHs anders. Ne? Jetzt sage ich mal was zu der Haftungsbeschränkung, also zu der UG, nennt man auch im Volksmund Mini-GmbH, ja? Oder auch gerne im Volksmund gesagt als 1-Euro-GmbH, wird das ja betitelt, das gibt es seit 2008. Und das lohnt sich auch immer zu Anfang, wenn wenig Kapital zur Verfügung steht. Der Nachteil ist natürlich auch hier, also ihr startet das jetzt mit 1 Euro. Es ist natürlich, was drauf zukommt, sind die Notarkosten und die Registerkosten. Ne? Weil, weil das wird ja nach außen gezeigt, dann, sag ich mal, das Kapital des Unternehmens. Das wird ja dann nach einem Jahr, wenn der Abschluss fertig ist, wird das natürlich veröffentlicht. Ja? Dazu hier Notar-Registerkosten, ja? Das ist damit halt gemeint. Wie gesagt, das macht man, wenn man nicht das Kapital, die 25.000 für eine GmbH hat oder 50.000 für die Aktiengesellschaft, bildet man eine UG. Auch zu beachten, bei einer UG ist das halt so, dass ihr zum Beispiel, also die Unternehmergesellschaft, ist das so, dass ihr euch ein Gehalt auszahlen müsst. Ja? Also ihr gebt dann an, was euch für ein Gehalt auszahlt. Und ihr müsst natürlich im Laufe der Zeit auch euer Kapital erhöhen, also eure Einlage. Ja? Also zumindest die Rückstellung von Gewinnteilen bis zur Erreichung einer Mindesthaftsumme. So steht es jetzt hier nochmal. Ja? Wie gesagt, Besonderheiten sind ja die Rückstellung von Gewinnteilen bis Erreichung einer Mindesthaftsumme. Das sollte man wissen. So wie die Verpflichtung im Rechtsverkehr steht die Bezeichnung halt UG haftungsbeschränkt oder Unternehmensgesellschaft haftungsbeschränkt. Ja, so, wie gesagt, hier ist natürlich auch, so wie ich es eben gesagt hatte, der Kapitalmangel wird natürlich gewissermaßen nach außen dokumentiert. Ne? So, dann Gründung, ja, ich mache erstmal so, GmbH ist eine empfehlenswerte Gründungsform, wenn halt 25.000 Kapital vorhanden sind, ja, empfiehlt es sich die Gründung einer GmbH. Dort ist natürlich die Umwandlung zu einer AG sehr, sehr einfach. Ne? Das also kann man dann jederzeit ohne großen Aufwand aus einer GmbH eine Aktiengesellschaft machen. Ist natürlich am Markt nach außen das Nonplusultra. Aktiengesellschaft hört sich nach großer Form an. Ja? Das heißt, da werde ich gleich nochmal was zu sagen. Wie gesagt, ich möchte jetzt das jetzt nicht mit der GmbH da in Verbindung bringen, aber zumindest kann man daraus eine Aktiengesellschaft machen aus der GmbH. Ja, auch nochmal, weil ich eben vergessen habe, die UG sollte ja zum englischen Pendant, zur Limited, wurde das halt eingeführt, weil es gab ja auch die Limited, aber da gab es in Deutschland mit diesen Haftungen immer das Problem. Ja, Limited ist ja aus dem Englischen, darum hat man auch die UG gegründet, seit 2008. Das sollte man auch wissen. Wie gesagt, nochmal zur Aktiengesellschaft. Hier braucht man ein Grundkapital von 50.000 Euro. Ja, sind halt höhere Kosten und der Vorteil ist natürlich eine flexiblere Beteiligung von Arbeitnehmern sowie ein erhöhtes Ansehen am Markt, wie ich es eben schon sagte. Aktiengesellschaften muss man sich so vorstellen, ich habe ein Unternehmen und wie der Name schon sagt, man ist ja an der Börse mit dem Unternehmen und dann ist das so, können natürlich die Aktionäre, Anleger, können in diese Firma investieren. Ja? Ich sag mal, man kauft sich jetzt Aktienanteile, 50 Euro, eine oder 23 Euro, kommt halt auf die Datierung an, wie das Unternehmen ist. Ja? So wird ja die Aktie dann datiert, der Wert der Aktie. Und dann gibt es immer am Jahresende für die Aktionäre oder eine Ausschüttung. Das heißt, das Unternehmen, die Aktiengesellschaft, arbeitet ja mit dem Kapital. Wenn ich jetzt 500 Aktien kaufe, habe ich Anteile am Unternehmen als Beispiel, so und so viel Prozent oder eben ich halte 49 Prozent, je nachdem. Man das sieht, ist das natürlich so, die
die Aktiengesellschaft, die Firma oder das Unternehmen arbeitet dann mit diesem Geld. Das heißt, sie kann neue Investitionen tätigen, sie kann neue Maschinen kaufen, kann sich erweitern, vergrößern, expandieren, ja, oder für den Export, Import, für Werbung nach außen, ja, für die Vertriebswege. Dafür ist das Geld da, frisches Kapital in die Firma zu schießen, damit sie natürlich wächst. Und aufgrund dessen sollen natürlich auch die Anleger, die Aktionäre, das ist ja immer heute dieser moralische Aspekt, den ich dabei sehe, die Unternehmen sind natürlich extrem auf diese Ausschüttung aus, ja, Dividende. Und da wollen natürlich die Kleinanleger auch ihr Geld haben. Ne? Sie haben investiert und erwarten natürlich auch ihre Ausschüttung. Ja, darum sind Unternehmen in diesem Bereich auch viel so gewinnoptimiert nach vorne und nach vorne. Geht natürlich auch oft zu Lasten der Arbeiter, ja, der Angestellten. Das ist halt leider nun mal so, das ist halt, hat alles Vor- und Nachteile, aber das Unternehmen, die AG, kann erstmal damit arbeiten mit dem Geld. Ja, das ist jetzt bloß mal so am Rande, dass man mal weiß, was einzelne Abkürzungen und was das halt heißt, AG, UG, GmbH, hatten wir ja noch hier, hatten wir noch eins Unternehmen, genau, Gesellschaft bürgerliche Rechts und so weiter, dass man das mal gehört hat, ja. So, dann geht es weiter mit, ja, gewisse Situationen. Und zwar möchte ich jetzt noch ein bisschen was dazu erzählen, nochmal darauf zurückzukommen, eins Unternehmen. Das war auch mein Grund, ich kann mein Geld, ich kann es selbst bestimmen, was ich mir von meinem Gewinn auszahle. Immer darauf achten, wie im letzten Video schon gesagt, Einkommensteuer kommt. Also wenn ihr über gewisse Summe X seid, kommt ihr die Einkommensteuer. Ja. Und da müsst ihr halt darauf achten. Ansonsten bei AG, also bei GmbH, UG, zahlt ihr euch ja halt ein Gehalt aus. Ja, ich hier ist ja halt. Es hat halt alles Vor- und Nachteile, aber das muss für sich jeder selber entscheiden. Ne? Dann ist es auch, weil heißt ja mit beschränkter Haftung bei der GmbH, ich hatte auch einen Fall vom Geschäftspartner, haben einen Kredit aufgenommen. Jetzt sind aber so die Banken mittlerweile, ist es so, weil nun auch viel Schumu und so betrieben wurde in den letzten Jahren, leider Gottes, wo dann gute Firmen oder ihr Geschäftsführer darunter leiden müssen, weil die Banken ja nicht mehr so das Vertrauen leider haben, ist es halt so, dass man auch teilweise bei Firmenkrediten über eine GmbH, man haftet zwar nicht mit seinem Privatvermögen, sondern nur mit den 25.000 bei einer GmbH, die jetzt drin sind. Oder bei der UG, eben der Euro oder die 200 Euro, je nachdem. Ist das halt so, dass auch die Banken schon für den Darlehen, für den Firmendarlehen oder für den Kredit halt gewisse private Rücklagen möchten. Also das heißt, die Sicherheiten, das heißt, man haftet irgendwo bei Darlehen und Krediten jetzt bei Banken schon auch privat, ob man eine GmbH hat oder nicht, das spielt da jetzt keine Rolle. Das ist halt der Trend heute, leider Gottes. Ja, so ist das nun mal. Das habe ich jetzt erst so aufgenommen in den letzten Monaten wieder. Das war ganz interessant zu wissen. Hätte ich jetzt bis dahin auch nicht so gewusst, dass das jetzt mittlerweile schon so ist bei den Banken. Aber gut, ich habe keine GmbH, von daher, ich hafte mit allem privat, so wie es ist. Ja, das sollte man vorher auch wissen. Das ist wichtig, so. Haben wir das erstmal abgeschlossen, da werde ich im nächsten Video nochmal zu den anderen Unternehmensformen was sagen. Jetzt geht es erstmal dazu, Beispiel, mir ist das, also alles was ich erzähle, ist mir ja auch selber passiert. Ich kann ja da Gott sei Dank aus Erfahrung reden, bei dem einen war es schlimmer, bei dem anderen nicht so schlimm. Ja. Egal in welcher Situation, ihr müsst immer denken, anderen Leuten da draußen geht es noch schlechter. Das müsst ihr euch schon mal vor Augen führen, egal wie scheiße auch jede Situation ist. Wenn es mal so ist, soll ja nicht die Regel sein. Und das Bestreben eines jeden Unternehmers ist ja da, wirklich mal gewinnorientiert zu arbeiten, wenn die Grundlagen geschaffen sind. Es ist so, Beispiel, ihr habt jetzt Aufträge, es ist jetzt, sag mal, ich hatte das vor 2 Jahren, das Problem, Firmen kommen an, alle auf einmal wollen natürlich, also es kommt darauf an, in welchem Bereich ihr seid. Ich bin ja im Werbebereich oder Textilbereich, da muss ja bestellt werden, man produziert ja etwas, ne? Oder man schafft etwas, wie ich es immer so gerne sage. Bei anderen Bereichen ist es vielleicht anders. So, dann ist das ja so, ihr müsst ja Material einkaufen, ihr müsst ja das einkaufen. Jetzt macht aber nicht jede Firma Vorkasse.
Ja, ist aber schwierig. Das muss man immer nach dem Bauchgefühl her ermessen, wie das halt mit dem Kunden passt. Ja. Das ist immer ganz schwierig, aber da müsst ihr nach dem Bauchgefühl gehen. Und wie gesagt, das kann man schlecht sagen. Also ich hatte bis jetzt immer Glück. Toi, toi, toi. Jetzt kommt aber eine Situation, ihr bestellt da Platten, ihr bestellt da Textilien, ihr bestellt da das. Und jetzt dauert das mit den Kunden natürlich, bis sie zahlen. Ihr habt natürlich erstmal eine riesen Lücke, weil das Material ist eingekauft, die Sachen sind fertig. Jetzt, da ist natürlich schwierig, da ist auch auf jeden Fall Ruhe zu bewahren. Und macht Zahlungsziel 5 Tage, ja, wenn ihr jetzt Stammkunden habt mit größeren Summen, das wird sich dann nachher ergeben, das kommt definitiv. Ja, wenn ihr eure Empfehlung bekommt und auch gewisse Leute durch gewisse Veranstaltungen kennenlernt und Unternehmen treffen, das so sein, dann gebt den Kunden auch mal schon mal ins Konto. Das kommt immer ganz gut. Wie gesagt, ansonsten, wenn ihr euch nicht sicher seid, nehmt immer eine Anzahlung. Ich habe es meist so gehandhabt, Materialkosten, dass die bezahlt sind. Der Rest ist obendrauf, ist dann euers, ne? Was für euch bleibt. Gewinn. So, wie gesagt, wenn diese Situation kommt, ruft die Lieferanten an, sagt denen, pass auf, ihr müsst auch erstmal dahin kommen, dass ihr 30 Tage Zahlungsziel bekommt. Ich bin da heute mittlerweile, Gott sei Dank, das muss man sich aufbauen. Ich habe auch hier mit dem Baumarkt angesprochen, da ist das genauso. Seit 10 Jahren Kunde, da so und so. Bei den Großhändlern, wie gesagt, das müsst ihr euch halt im Laufe der Zeit auch erarbeiten. Natürlich wieder schufaabhängig und so weiter, ist ja klar. Wie gesagt, da müsst ihr dann gucken. Und da ist auch wichtig, Ruhe zu bewahren. Wenn ihr den Großhändler nicht bedienen könnt, die Materialien bezahlen, weil das Geld noch nicht im Hause ist, ihr so viel offene Posten habt durch die Bestellung und so weiter, ruft die Firmen an, die Gläubiger, redet mit ihnen, sagt, in der Regel zu 80%. Reißt euch keiner den Kopf ab oder zahlt erstmal eine Teilsumme, versucht 2 Raten zu verhandeln. Jeder Großhändler ist auch bestrebt, seinen Kunden zu behalten. Aber ihr müsst anrufen, müsst mit ihnen reden. Es dauert noch eine Woche länger, das Geld kommt 3.000 zwar um, wie gesagt, und dann müsst ihr natürlich, dann ist es schwierig, das muss man lernen, den Kunden auch vernünftig darauf hinweisen, er soll doch bitte die Rechnung bezahlen. Wenn ihr mit dem Kunden natürlich, bei mir ist das immer schwierig, weil ich mit jedem Kunden eigentlich ganz gut kann, auch bei dem einen mehr oder weniger privat, bei dem anderen nicht. Man hat eine gewisse Basis, aber es hat immer funktioniert. Also es kann auch immer passieren, dass einer im Urlaub ist oder es vergisst oder wie auch immer. Erstmal ordentlich Smalltalk, sagen, Mensch, pass auf, hast du denn schon an die Rechnung gedacht? Weil ihr braucht auch das Geld am Anfang. Ja? Wenn ihr nachher ein gewisses Kapital habt, wird es ein bisschen entspannter. Aber das ist halt wirklich schwierig, da müsst ihr für euch eine eigene Mitte finden, um das wirklich auch vernünftig rüberzubringen. Ansonsten geht halt nur der Weg über die Mahnung. Ja? Da sollte man sich auch... Es kann nicht schaden, wenn man von einem Anwalt Schreiben hat, die vorbereitet sind, oder ihr macht es selber. Im Internet findet man ja die gewissen Dokumente, da werde ich aber auch nächstes Mal nochmal was zu sagen. Was ist da, Säumniszuschlag, Mahnung und so weiter. Ja, so, jetzt ist das zum Beispiel, wichtigster Punkt, Krankenkasse. Ihr könnt mal die Krankenkasse nicht bedienen. Dann wird es dort natürlich Säumniszuschläge geben, auch da wieder anrufen. Man wird euch nicht gleich den Kopf abreißen, versucht wirklich, eine Ratenzahlung aushandeln oder versucht zumindest einen Teilbetrag zu bezahlen. Also ist es immer wichtig, der Wille, ja? Dass ihr die Bereitschaft zeigt, ihr möchtet bezahlen, erklärt die Situation, das wird auch jeder verstehen. Aber ihr müsst rechtzeitig anrufen. Ja? Das ist auch wie beim Finanzamt. Es ist immer so, wenn da eine Steuer kommt und es brennt wirklich mal was, das Auto ist kaputt oder ihr habt einen Schaden oder was auch immer, die Maschine fällt aus, ja, ist natürlich schwierig. Ja, investiert man in eine Maschine, aber ihr müsst ja Geld verdienen. Versucht zumindest über einen Steuerberater oder dass der sich drum kümmert. Gut, das wird er natürlich auch in Rechnung stellen, ist klar. Er macht ja auch nichts umsonst. Ja, jeder verdient ja Stunde sein Geld. Ja. Oder ihr ruft selber an, wenn ihr Glück habt, erreicht jemand beim Finanzamt. Ist immer schwierig, das ist, ich weiß es selber. Dann da anrufen und bitte auch die Situation schildern. In der Regel lassen sich auf gewisse 2-3 Raten ein. Ansonsten sind es ja meist Säumniszuschläge, die draufkommen, aber dann vorher bitte anrufen. Wenn ihr merkt, okay, aufgrund eurer Kalkulation müsstet ihr ja sehen, ob ihr da hinkommt oder nicht. Ja, die Steuern müssen ja da sein, weil die müsst ihr zurückpacken, die dürft auch nicht ausgehen.
Wie gesagt, bei sowas, wenn kurzfristig ist, dann müsst ihr halt versuchen, dann wirklich anzurufen und auch das mitteilen. Ja, es ist unheimlich wichtig. Also das müsst ihr wirklich machen. So, dann ist oft die Situation, ich hatte das dann Anfang der ersten vier Jahre auch, es kommt Geld rein, es wird mit dem Geld die alte Rechnung bezahlt. Es wird bestellt, damit die Produktion weiterläuft. Das geht vielen so, also das Geld wird eigentlich immer in ein ins andere geschoben. Mit dem Geld wird wieder die alte Rechnung bezahlt und das neue wird wieder bestellt und das Geld wird wieder dahin. Also es ist immer wie so ein Kreislauf. Man bedient eines mit dem anderen, man bedient es und eigentlich ist man nie wirklich ins Konto und kann die Lieferanten gleich bezahlen. Das ist auch unheimlich schwer, dahin zu kommen, dass man wirklich sagt, man bestellt, man bezahlt sofort ins Konto, zieht sich das Konto, ich meine 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro sind vielleicht in manchen Beträgen nicht viel. Aber im Laufe der 12 Monate summiert sich das natürlich, ja. Da kann man unheimlich viel einsparen. Aber da muss man erstmal hinkommen. Ja, und ist auch schwer, Kapital anzuhäufen. Aber das ist die Kunst des Unternehmers. Darum sagte ich letzte Mal, ihr müsst euch damit befassen, mit dem Thema Geld. Ja, ihr müsst euch wirklich damit befassen, damit ihr da auch ein bisschen Überblick habt. Ja, und ich sage auch immer wieder, ich habe es auch so gemacht, privat, ob es eine Cola war, die ich irgendwo ausgegeben habe, ob es der Einkauf war, ob es sonst was war, alles, was aus der Kasse oder was privat genommen wird, listet alles auf. Und wenn es nur die Bratwurst ist, die Wiener, die ihr esst, den Döner und so weiter, Sprit macht er wieder bei Firmausgaben mit rein, wie gesagt, führt Exit-Tabelle, jeden Tag, was ihr ausgibt, dass ihr wirklich im Notfall, wenn ihr jetzt mal 2 Wochen später eure Bude knallt, ihr habt so viel Aufträge, ihr habt das nachher nicht mehr im Kopf, ja, damit ihr ungefähr nachvollziehen könnt, wofür gebt ihr denn das Geld aus. Ich habe es immer so gemacht, eine Excel-Tabelle für den privaten Bereich, eine Excel-Tabelle für den Firmenbereich. Das, was rausgenommen wurde, Servietten so, Milch so, das kann ich absetzen, das nicht. Es wird alles aufgelistet, ja. Eine Spalte geschäftlich, eine Spalte privat oder Vergnügen oder wie auch immer man das nennt. Ja, das kann jeder für sich entscheiden, damit ihr wirklich auch kontinuierlich von jedem Tag den Überblick habt. Was habe ich denn für, was habe ich letzten Monat wieder für Mist ausgegeben oder musste das sein oder brauchte ich das, damit man mal auch überhaupt, dass man einen Überblick hat. Ja, und dann auch ganz wichtig, die Kunden, gibt es ja nur auch Programme für Buchhaltungssoftware oder wie auch immer, gibt es ja so viele verschiedene, ich kann ja nun leider keine Schleichwerbung machen, hätte ich ein gutes empfohlen. Ist halt so, da habt ihr auch eure Auflistung, eure Umsätze, das ist auch wichtig, dass ihr das mal verfolgt. Wann sind umsatzstarke Monate, wann sind sie nicht so stark? Und das ist ja immer bei einem Unternehmen Wachstum wie eine Kurve, ja? Wie eine Kurve. Man geht hoch, dann bleibt man auf der Linie, dann wächst es nachher langsam, dann geht es ein kleines Stück runter und das ist so diese Unternehmenskurve. Ganz blöd, wird jeder aus dem Marketing auch kennen. Ja, das war heute mal so viel dazu und dann, was auch noch wichtig ist, das kommt auch oft vor, ich höre es oft, ich habe selber ja auch schon erlebt, wenn das bei euch privat nicht so funktioniert und das Problem, ihr müsst immer den Kopf frei haben und wie gesagt, das hatte ich auch schon ein paar Mal angesprochen, es bringt nichts, sich hier zu quälen und ihr habt teilweise auch den Kopf nicht frei. Das ist unheimlich wichtig. Ihr müsst da für euch auch in Einklang kommen, Firma und privat. Weil auch wenn ihr jemanden kennenlernt, seid ehrlich, also wenn ihr Selbstständigkeit, erzählt nicht das Blaue vom Himmel, schmiert nicht Honig ums Maul, ja, wie es immer so ist. Seid ehrlich und sagt, es ist nicht so einfach. Es wird hart, auch die Zeiten, derjenige, der zu euch steht oder die Frau, die Partnerin, wird das verstehen. Sie muss es verstehen, sonst hat das keinen Sinn. Das ist auch ganz wichtig, das ist auch bei vielen das Problem. Sollte man auch drüber nachdenken, da sollte man schon ehrlich sein. Sagt doch, was ihr tut, prahlt nicht rum, übertreibt es nicht, bleibt sachlich, locker, ruhig und nicht nach außen so hier mit Geld rumwedeln und so Mist, braucht alles nicht, das interessiert keinen. Ja, da passt auch ein bisschen auf, dass er auch ordentlich auftretet, ja, so wie er zur Form geht, vernünftig, ehrlich, direkt und dann ist gut. Ja, so soll das auch sein. So, in diesem Sinne, das war mal der 5. Teil. Wollte, glaube ich, auch nicht allzu lang. Ja, so, Weihnachten ist ja rum, jetzt steht Silvester vor der Tür. Ja, feiert schön, das Jahr ist ja nur vorbei. Dann, ja, glaube Samstag, ich weiß nicht genau, Samstag, Sonntag, glaube ich, Silvester. Ja, ich bin auch gespannt, was das nächste Jahr bringt, auch für euch, die Vorsätze. Macht am besten keine Vorsätze, redet nicht darüber, macht es einfach, wie ich es im letzten Video schon sage, einfach mal tun, ja, nicht reden, tun, ja, handeln,
Das erfreut uns alle, wenn jemand auch das umsetzt, was er sich vornimmt und nicht groß anprangert und ankündigt. Ja, kennen wir alles, haben wir alles durch. Kennen wir noch Leute, die das so machen, brauchen wir nicht. Ja, also wie gesagt, dann lieber Tönsicke durchziehen und hey, wow, er hat es wirklich gemacht. Es kommt viel besser, wenn er das als ewig ankündigt und so weiter. Wie gesagt, ich weiß, wenn ich was machen möchte, dass ich auch dazu stehe. Ja, ich mache es einfach, weil mir danach ist, dann mache ich das halt. Ja, wie gesagt, bloß mal so am Rand. Dann nochmal ganz kurz, ich möchte mich auch nochmal, wie letztes Mal, bei allen Freunden bedanken, die mich bis heute unterstützt haben, bei allen Firmen, ja, die Autoclubs und so weiter, wollte ich auch nochmal sagen, dass ich heute hier sitzen darf. Euch wünsche ich natürlich auch allen und den Kunden und den Freunden einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir werden uns ja am 4.1., glaube ich, mit dem 6. Teil sehen, genau. Bis dahin wünsche ich allen guten Rutsch, passt auf euch auf, ja. Feiert schön, der ein oder andere wird vielleicht nicht feiern können, trotzdem guten Rutsch, das mache ich aber lieber persönlich. Bis dahin, das war's dann heute, euer David, bis denn, wir hören uns, ciao.